Am Mikrofon begrüßt Sie heute Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Buschi. Auch von mir hallo, hallo Wolf, hallo liebe Zuschauer. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Und da haben wir die Aufstellung von Zenit St. Petersburg. Auf der Gegenseite sehen wir übrigens die gleiche Formation. Beide Teams also mit einem 4-4-2 heute. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Demme. Bruma. Klostermann. Und er schießt. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Demme. Bruma. Schöne Aktion. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Den hält er völlig ohne Probleme. Kampe. Bruma. Das könnte die Chance werden. Yusuf Paulsen. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Ecke kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und nun ein Schuss. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Das wird einen Eckball geben. Wird's jetzt gefährlich? Guter Pass. Schöne Flanke. Der ist nicht drin. Aber das war knapp. Das war richtig knapp. Jetzt müssen Sie aufpassen. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Werner. Macht er das Tor. Er trifft die Latte. Und das muss ein Tor werden. Er ist noch heiß. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Abwehr kann klären. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. Werner. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Demme. So langsam wird es gefährlich. Er lässt sein Gegenspiel. Da kommt der Schuss. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Kokorin. Er versucht's. Macht das ganz sicher. Bruma. Das könnte die Chance werden. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Und jetzt die Chance. An den Pfosten.
Und damit weiter kein Treffer hier und weiterhin unentschieden. Kokorin. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er schießt! Wahnsinn! Er hält ihn! Das war Pech, das ist Abseits. Jetzt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Orban. Er zieht ab. Oh, kein Tor. Schöner Ball, das war eine große Chance. Da kann er ihn stoppen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Crescito. Granevitter. Jetzt die Möglichkeit. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Oh, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Wird's jetzt gefährlich? Emil Forsberg. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verscheckt. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Granevitter. Orban. Bruma. Und jetzt versucht Yusuf Paulsen. Da haben wir den Schlusspfiff. Das war's. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. Das ganz sicher. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Und jetzt die Chance. Jetzt die Möglichkeit.